Die russische Aggression wird dokumentiert. Hier ein Grab, auf einmal mehr als 1300 Leichen in der Nähe von Kiew, die meisten in Bucha hier, die entdeckt wurden. Und hunderte Personen sind immer noch, die vermisst werden in dieser Region. Wir blicken jetzt in ein kleines Dorf, wo die Russen gewesen sind. Und was er dort gefunden hat, das könnte für einige Zuseher erschütternd sein. In diesen befreiten Dörfern im Norden der ukrainischen Hauptstadt sind die Straßen mit den Narben des Krieges übersät. Es sind nicht nur Gebäude, die zerstört sind. Wir haben jetzt Sergei getroffen und sein Zuhause wurde von russischen Truppen überlaufen und sie haben auf ihn geschossen und haben ihn dann für tot gehalten und verlassen. Er zeigt mir die Pistolenwunden, die Einschusslöcher, aber die emotionalen Wunden sind noch viel größer. Ich habe immer wieder Albträume und es kommt immer wieder zurück, die Tränen, die Wut und auch der Schmerz. Ich werde den Russen nie vergeben für das, was sie getan haben. Und sie haben viel Schlimmeres noch getan. Nur Schritte von Sergejs Tür entfernt haben forensische Teams der Polizei hier auch einen weiteren Tatort entdeckt. Und es werden immer noch Tote und Körper der Nachbarn gefunden. Wir haben hier allein auf dieser Straße hier drei Gräber entdeckt. Was denken Sie, wenn Sie das sehen? Wenn Sie diese Körper sehen, die hier auf der Seite der Straße hier liegen. Wir sehen, dass die russischen Truppen bereits für mehr als einen Monat weg sind, aber wir finden immer noch hier die Beweisstücke ihrer Präsenz. Es ist erstaunlich, dass sogar einen Monat, nachdem sie weg sind, immer noch Körper gefunden werden. Die ukrainischen Offiziellen sagen, dass mehr als 320 Zivilisten noch immer vermisst werden in dieser Region. Nach und nach werden sie gefunden. Viele Menschen werden vermisst und sie können sich nicht die Augen der Mütter vorstellen, deren Kinder vermisst werden oder verloren sind. Sie können sich nicht die Augen der Verwandten vorstellen, deren geliebten Menschen gefangen genommen worden sind oder getötet worden sind an der Front. Es ist ein schreckliches Geschäft, hier diese Körper auszugraben. Von tausenden Menschen, die hier über das ganze Land hier verstreut sind und identifiziert werden müssen. Das war Vitali, 43 Jahre alt, und die Nachbarn erzählen mir, er war keine Bedrohung für die Russen, er war verletzbar. Er hat seinen Job gemacht. Und er war hungrig und hat einfach versucht, hier auch Essen zu bekommen. Und dann wurde er erschossen von den Russen. Nur einer der vielen Kriminalitäten oder Tragödien, die in der Ukraine sich abgespielt haben. Matthew Chance, CNN, in Kachali, Ukraine.